Nur wenige Titel hatten einen solchen Einfluss auf die Welt der PC-Spiele wie Deus Ex. Der zweite Teil des innovativen Shooter-Adventure-Rollenspielmix mit nahezu unbegrenzter spielerischer Freiheit ist in Amerika bereits erschienen. Deutsche Zocker müssen sich zwar noch etwas gedulden, aber warum sich das Warten lohnt und was von Invisible War zu erwarten ist, erzählt uns Warren Spector persönlich. Ende November weilte der Spielguru in Deutschland, um den Fortschritt der Lokalisierungsarbeit an der komplett deutschen Version zu begutachten. Was ist der größte Unterschied zwischen Deus Ex und Deus Ex Invisible War? Es gibt einige entscheidende Dinge, die wir im Vergleich zum ersten Deus Ex-Spiel verändert haben. Das erste ist die neue Technologie. Wir haben bei Invisible War mit der neuesten Generation der Unreal Engine angefangen. Dann haben wir den Renderer ersetzt, das Soundsystem, die künstliche Intelligenz, die Spielphysik. Auf der technischen Seite werden die Spieler etliche beeindruckende Sachen sehen, die es bislang noch in keinem anderen Spiel zu sehen gab. Zum einen haben wir es leichter gemacht, in das Spiel reinzukommen. Wir haben das Interface vereinfacht, aber wir haben nichts von der Funktionalität entfernt. Die Spieltiefe und die Komplexität sind nach wie vor vorhanden. Es ist nur einfacher, ins Spiel zu kommen. Dann gibt es noch eine andere große Sache, bei der ich ganz besonders stolz auf das Team bin. Wir geben dem Spieler mehr Kontrolle über die Story, als wir es jemals vorher getan haben. Du kannst nicht nur wie im ersten Teil wählen, wie du deine Ziele erreichst, sondern auch, welche Ziele das sind. Dadurch entscheidet sich, wer deine Freunde und wer deine Feinde sind, und dadurch wird es wirklich zu deiner eigenen Story. Jeder Spieler macht andere Erfahrungen, jeder Spieler schreibt seine eigene Geschichte. Um auf die Technologie zurückzukommen, wie können neue Technologien wie zum Beispiel dynamisches Licht zum Gameplay beitragen, insbesondere bei Invisible War? Wenn wir mit einer neuen Technologie nicht darauf abzielen würden, Gameplay-Vorteile zu erreichen, würden wir sie ja überhaupt nicht einsetzen müssen. Es ist doch so, wir machen ein Spiel, durch das man sich heimlich und konspirativ bewegt. Und wenn man sich durch so eine Welt schleicht, sind Schatten von großer Bedeutung. Man kann sich darin verstecken, man kann Leute im Dunkeln schlechter sehen. Deshalb trägt es zum Gameplay bei, wenn der Spieler seine eigenen dunklen Stellen erschaffen kann. Man kann in diesem Spiel Kämpfer oder Duckmäuse sein. Aber egal, wie man spielt, wenn man den Schatten einer Person sieht, bevor sie um die Ecke kommt, hat man einen taktischen Vorteil. Man hat diesen kurzen Moment, in dem man eine Entscheidung treffen kann. Oh, da kommt jemand um die Ecke, er ist bewaffnet, ich sollte meine Waffe ziehen. Oder ich sollte mir einen dunklen Winkel zum Verstecken suchen. Die Lichtverhältnisse sind sehr wichtig für Deus Ex 2. Es ist ein Spiel, das Simulationscharakter hat, das nicht gescriptet ist. Es ist nicht so, dass ich auf diesen unsichtbaren Auslöser trete. Ein Kerl bewegt sich jedes Mal zur selben Stelle, zieht jedes Mal dieselbe Waffe, sagt jedes Mal dieselben Worte, schießt jedes Mal auf dieselbe Art. In dieser Welt kann dich der Typ manchmal hören, manchmal auch nicht. Manchmal wird er dich sehen, manchmal auch nicht. Die Charaktere müssen dem Spieler immer mitteilen, was sie gerade denken. Deshalb ist auch die Soundausgabe entscheidend. Die Tatsache, dass ich gerade einen Haufen Lärm mache, bedeutet, dass mich andere Leute bemerken. Wenn hier Teppich wäre, würde ich weniger Lärm machen. Wenn ich mich langsamer bewegen würde, würde ich weniger Lärm machen. Geräusche sind Gameplay. Die Anforderungen an die künstliche Intelligenz in diesem Spiel sind Wahnsinn. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Was die KI-Jungs erreicht haben, ist einfach verrückt. Bei allen eingesetzten Technologien geht es um Gameplay. Es geht nicht um hübsche Bilder oder tollen Sound wie im Kino. Nichts könnte mich weniger interessieren als das. Es geht nur um das Gameplay. Wieso sollten deutsche Deus Ex-Fans, Fans des ersten Teils, den zweiten Teil kaufen? Wieso die Fans des ersten Teils ihn kaufen sollten?
Insbesondere die deutschen Fans. Ich meine vor allem die lokalisierte Fassung. Die deutschen Fans sollten die komplett lokalisierte Fassung kaufen. Es geht darum, die Story zu verstehen und sich zu fühlen, als wäre man in dieser Welt. Dazu muss man jede Nuance verstehen, jedes Wort, das gesprochen wird. Man muss völlig begreifen, was da vor sich geht und wie die Story sich entwickelt. Man muss völlig in diese Welt eintauchen. Darum geht es im Endeffekt. Die Idee hinter der ganzen Sache ist es, eine Welt zu erschaffen, die dich glauben lässt, du wärst wirklich dort. Nicht, dass du nur eine Computerfigur steuerst, sondern dass du wirklich selbst da bist und all die wichtigen Entscheidungen triffst, die die Geschichte voranbringen. Für die deutschen Fans ist es entscheidend, dass der ganze Text übersetzt und die Dialoge aufgenommen werden. So können sie sich wirklich in die Welt hineinversetzen. Deshalb müssen sie einfach die lokalisierte Fassung kaufen. Damit die deutschen Spieler nicht von einer hastig lokalisierten Fassung enttäuscht werden, betreibt die deutsche Eidos-Niederlassung einen ungewöhnlich großen Aufwand. Die deutschen Synchronsprecher gehören zur ersten Garde ihres Fachs. So wurden für das Projekt die deutschen Synchronsprecher von zahlreichen Stars verpflichtet. Darunter unter anderem Cameron Diaz, Gene Hackman, Matt Dillon und Julia Roberts. Aufmerksame Zuhörer werden sogar die Stimme von Agent Smith aus Matrix wiedererkennen. Bei so viel Mühe für die Lokalisierung kann man den Fans nur sagen: Wartet auf die deutsche Version, es lohnt sich.